BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die größten Befürchtungen scheinen mittlerweile aus der Welt. Der neue US-Präsident Donald Trump hat sich mittlerweile positiv über Deutschland, die EU und die NATO geäußert. Das war nicht immer so. Noch im Wahlkampf hatte er Großbritannien zum Brexit gratuliert, die Europäische Union mit negativen Äußerungen bedacht, das westliche Verteidigungsbündnis als obsolet bezeichnet und Russlands Präsident Putin gelobt als großen Führer. Wohin also steuern die USA nunmehr tatsächlich? Eine Frage, die viele in Europa und in Deutschland beschäftigt. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat darüber jetzt in Tübingen diskutiert mit der parlamentarischen Staatssekretärin Annette Wiedmann-Mautz. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen auf Einladung von Annette Wiedmann-Mautz zu Besuch im Tübinger Hotel Krone. Ein Hin und Her in den politischen Positionen. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Ein Albtraum für das politische Berlin und das in Zeiten globaler Krisen. Für das Umfeld der deutschen Kanzlerin, zu dem auch die Tübinger-Hechinger Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin Annette Wiedmann-Mautz gehört, gilt, was seit 1945 immer galt. Die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind unser wichtigster Partner. Und ich will das deutlich außerhalb Europas. Und ich will deutlich sagen, das bezieht sich nicht nur auf wirtschaftliche Fragen. Röttgen hatte als einer der ersten Deutschen in Washington die Fühler in die neue Administration Trump gestreckt. Wohin die USA steuern, so einfach lasse sich das nicht sagen. Man sei Zeuge historischer Veränderungen, Ausgang ungewiss. Und 89-90 schien es so zu sein, dass wir endlich die Lehre gezogen haben in Europa und eine Friedensordnung entwickelt haben. Das ist das zweite Kapitel, das eigentlich für Europa auf lange, lange Sicht zu gelten schien. Aber die Ewigkeit währte nur 25 Jahre. Für Röttgen sind die Fundamente vor 3 Jahren mit der russischen Annexion der Krim und dem Ukraine-Konflikt ins Rutschen geraten. Flüchtlingskrise, Eurokrise, Migrationsdruck, Mittlerer Osten, Türkei. Noch nie hätten gleichzeitig so viele ungelöste Probleme die europäische Ordnung ins Wanken gebracht. Nationalismus, illiberale Politik im Innern. Illiberal ist nicht hier in unserem parteipolitischen Sinne, sondern das ist, die Presse wird gesteuert und einvernommen, auf die Justiz wird Einfluss genommen und. Das heißt, die Grundfreiheiten, die Grundstruktur demokratischer Rechtsstaatlichkeit wird angegriffen. Gerade deshalb ist der wankende Kurs der USA unter Trump aus Sicht Röttgens besonders bedrohlich, die jetzt selbst vom westlich-liberalen Modell in Richtung autoritär-liberale Modell des Nationalismus zu kippen drohe. Womit Trump, ein Präsident, jetzt an der Regierung ist, von dem man nicht sagen kann, und seiner Administration, welche Politik machen sie? Zumal die engen Trump-Berater Steve Bannon und Stephen Miller aus dem Lager des politischen und ökonomischen Nationalismus stammten. In den ersten 100 Tagen ist nicht so viel davon sichtbar geworden. In der Außenpolitik waren die Entscheidungen eher andere, alle. Man kann trotzdem noch nicht von einer Außenpolitik sprechen. Die Personalentscheidungen, die er getroffen hat, sind alle inzwischen, nachdem der erste Sicherheitsberater Flynn, der von Verschwörungstheorien verfolgt war, entlassen wurde und jetzt McMaster im Amt ist, sind es alles realpolitische Leute. Auch der Luftschlag gegen den syrischen Machthaber Assad, das Zurückrudern gegen China, seien klassisch konservativ-amerikanische Positionen. Wohin Trump genau steuere und ob es sich dabei um eine stringente Strategie handle, bleibe offen. Deutschland müsse jetzt auch auf die USA abzielend für den Erhalt des westlichen Gesellschaftsmodells kämpfen. 2016 gab es im Land 76 Straftaten gegen Asylunterkünfte. 69 davon sind laut Innenministerium dem rechten Spektrum zuzuordnen. In 23 Fällen lag demnach eine Sachbeschädigung vor. In 21 Fällen seien Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet worden. 7-mal ging es dabei um Brandstiftung. Bei 11 der Vorkommnisse wurden Tatverdächtige ermittelt. Dabei handelt es sich um 21 Deutsche und 2 Italiener.
Im aktuellen Jahr sind laut Innenministerium bisher 11 politisch motivierte Straftaten an Asylunterkünften erfasst worden. 10 davon hätten einen rechten Hintergrund. Auch wenn das Wetter zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben nicht direkt zum Wandern einlud, sorgte Tourismusminister Guido Wolf mit seinem Erscheinen zumindest im übertragenen Sinne für ein wenig Sonnenschein. Denn er hatte den Partnern des Projekts Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet Schwäbische Alb etwas mitgebracht. Einen Förderbescheid in Höhe von rund 230.000 Euro. Das Geld fließt in die Beschilderung, Zertifizierung und Möblierung von 21 Prädikatswanderwegen in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen, damit sich Besucher und Einheimische künftig auch bei Nebel nicht verlaufen. Der mittlerweile umstrittene Musiker Xavier Naidoo hält seinen derzeit teils scharf kritisierten Song Marionetten für möglicherweise missverständlich, so der Sänger der Band Söhne Mannheims aktuell auf Facebook. Das Lied sei eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen. Es handle sich um eine bewusste Überzeichnung. Er und die Band stünden für eine offene, freiheitliche, liberale und demokratische Gesellschaft. In dem Lied werden unter anderem Politiker als Volksverräter bezeichnet. Kritiker sehen eine Nähe zu der rechten Bewegung, die Identitären. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Am Mittwoch im ganzen Land Sonne pur. Am wärmsten wird es in Breisgau und Ortenau. Dort sind es bis zu 21 Grad. In der Landeshauptstadt immerhin noch 18 Grad und auf der Alp bis zu 17 Grad. Der Donnerstag ist noch wärmer, allerdings durchwachsen. Es gibt nicht nur Sonnenschein, sondern im ganzen Land auch Schauer und vor allem in Württemberg auch Gewitter. Am Bodensee ist es mit 23 Grad am wärmsten. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb werden es maximal 17 Grad.